Elias Stefanescu hier für Ground & Pound TV in Herne und an meiner Seite Isa Topal, ein Mann, den man kennt für richtig gute Veranstaltungen, schöne Fightcards. Aber es geht in eine ganz andere Richtung diesmal. Jetzt willst du wieder aktiv ran als Kämpfer. Erzähl uns, wie es dazu kam. Ja, aktiv ran als Kämpfer, so würde ich es jetzt nicht ganz sagen. Die Sache ist, ich war auf GMC 3, tolle Veranstaltung, mit bisschen faden Beigeschmack, aber das ist hier egal. Da haben mich die Veranstalter Dennis und Özhan gefragt, ob ich kämpfen möchte. Die hätten 6. 7. was Größeres vor Eissport alle in Herne. Ist eine riesen Location, da habe ich schon mal gekämpft, da war schon mal eine Fight Night. Habe ich gesagt, klar, warum nicht? Daraufhin wollten sie mir einen passenden Gegner besorgen. Ich so, ich brauche keinen passenden Gegner, holt mir einen, der an der Spitze ist. Ja, und ein Mann an Bord, die haben es getan. Jetzt freue ich mich auf den Kampf. Wie du schon sagst, ein Mann an der Spitze, die deutsche Nummer 2 im Schwergewicht wird dein neuer Gegner, Björn Schmiedeberg. Dazu MMA, du bist ja vielen Zuschauern, die dich vielleicht von früher noch kennen, eher als Kickboxer, Muay Thai-Kämpfer, Sandar-Kämpfer bekannt. Bringt das vielleicht jetzt den neuen Reiz, MMA dich auszuprobieren? Also Kampf ist Kampf, MMA ist ja auch eine Ansammlung von vielen Kampfsportarten. Die einen sind im Stand besser, die einen am Boden. Klar, wer kompakt ist und beides beherrscht, ist im Vorteil. Wie gesagt, Kampf ist Kampf, ob MMA, K1, K1 können wir gerne machen, aber ist halt ein Cage und wenn wir ein Cage da haben, dann prügeln wir uns da gerne auch im MMA. Bringt das vielleicht einen neuen Reiz jetzt, wie du schon den Käfig ansprichst, jetzt nicht im Ring zu kämpfen, sondern im Käfig vielleicht auch eine neue Probleme oder siehst du es ganz locker? Also das sehe ich eigentlich locker, ich sehe es ja mehr als Kampf, ob jetzt Käfig oder Ring. Einige sprechen da die Sicherheit vom Käfig an. Hat Vorteile, hat Nachteile. Für Standkämpfer ist natürlich Käfig wegen den Kicks, wegen der Raumaufteilung im Nachteil. Da sind halt Grappler und was heißt Judoka? Judoka kämpfen ja eigentlich weder im Seil noch im Käfig. Die haben ja eine freie Matte. Die sind da klar im Vorteil, wenn es zu Boden gehen sollte. Aber wie gesagt, es gibt zwar Wände, Zaun, Maschendraht, wie auch immer, aber den Kampf kann man auch gerne in der Mitte führen. Wie siehst du persönlich den Erfahrungsvorteil? Du bist wirklich ein Mann, den man als Oldschool-Kämpfer bezeichnen kann. Du bist wirklich sehr lange dabei. Deine aktive Karriere hast du ja quasi dann beendet, wann Björn so richtig losgelegt hat. Siehst du es jetzt als Vorteil, länger dabei gewesen zu sein oder siehst du vielleicht bei ihm jetzt den Vorteil, da er mehr MMA-Kämpfer hat? Also Björn ist ja meiner Meinung nach reiner MMA-Kämpfer. Ich weiß jetzt nicht, ob der Background im Boxen oder im K1 hat. Was ich aber von ihm weiß, er sucht den Kampf, er sucht sowohl den Standkampf als auch den Bodenkampf. Ist keiner, der sich versteckt, ist keiner, der blockiert. Pass mir, er soll ruhig kommen, ich werde mitschlagen und das wird ein toller Kampf. Er ist auch ein fairer Sportsmann. Ich habe ihn jetzt vielleicht im Leben dreimal getroffen. Kurz Hallo gesagt, vielleicht, wie geht's? GMC 3 habe ich den sogar angefeuert. Ja, und dass ich jetzt gegen den kämpfe, ist doch klasse. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz aufs MMA an sich eingehen. Wie ich gerade schon sagte, du warst in deiner Vergangenheit eher der Standkämpfer. Ab und an hast du dich auch im Free Fight, wie es damals hieß, versucht. Bist du jetzt, kann man das so sagen, bist du gewappnet für einen MMA-Kampf, ob es oben ist, ob es auf dem Boden geht und egal, wohin es geht sozusagen? Also versucht, ja, ich habe es gemacht, damals kamen die Anfragen. Früher ging es auch nicht darum, ja, habe ich eine reine Fight-Score, habe ich eine Niederlage, Angebot kam, Anfrage kam, da ist man auch kurzfristig angesprungen. Man hat auch nicht gezielt nach Gegnern gesucht, sondern man hat nach den besseren Gegnern gesucht, um halt weiterzukommen. Ist heutzutage ein bisschen anders. Jeder als Veranstalter, Promoter kann ich das ja jetzt ruhig sagen. Jeder will natürlich Einnahmen, wo er 60-40 der bessere Mann ist. Ja, das war zu meiner Zeit nicht so. Ja, das wird sich auch in meinem Kopf nicht ändern. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich für meine eigene Gruppe immer stärkere Leute hole. Mal verlieren sie, mal gewinnen sie.
aber so kommen sie weiter. Jetzt zum Thema, ob ich jetzt im oben den Vorteil habe oder unten. Ich meine, ich trainiere momentan mit Ignacio und Dominik Novak sehr viel Bodenkampf, viel Takedown, Defense und bla bla bla. Also die Fachbegriffe kenne ich nicht, ich mache es einfach. Es läuft gut, Anima MMA unterstützt mich, meine eigenen Jungs von K1 Germany unterstützen mich, Freunde unterstützen mich. Also Bodenkampf habe ich damals auch beim Dietmar Bergwissen trainiert. Auch beim Harun, übrigens danke, in Köln, ja, habe ich mich für Beast of the East vorbereitet gehabt, sehr lange. Jeder, der Harun kennt, ist ja BJJ, glaube ich, Black Belt, ist ein klasse Typ, der hat mir damals viel beigebracht. Ja, das wird dann halt eine Überraschung am 6.7., ob ich der Standkämpfer bin oder am Boden doch da die Überraschung auspacke. Da sind wir wirklich gespannt. Lass uns vielleicht gegen Ende nochmal auf deinen Gegner eingehen. Björn Schmiedeberg an sich, was hältst du von ihm als Kämpfer? Ja, Björn, gut, letzte Zeit viel negative Kritik bekommen. 2 schlechte Kämpfe gemacht, heißt es. Nur, was ich auch gesehen habe, der Junge kämpft wirklich gegen viele. Gegen Namen kämpft er auch. So kompakt. Was mir passt, ist halt sein Alter, seine Kondition. Da tun wir uns nicht viel weh, denke ich mal. Vom Gewicht her wiegt er zwar ein bisschen viel, aber das macht nichts. Er ist aktiver Kämpfer. Ich habe wahrscheinlich Ringrost. Er ist ein fairer Sportsmann, was soll ich sagen? Er hat zugesagt. Danke, Björn. Ne? Dann werden wir sehen halt. Du hast gerade schon angesprochen, du hast vielleicht den einen oder anderen Trick. Fragen wir mal andersrum. Bei ihm, siehst du irgendwas, was dir Sorgen bereitet, bei dem du glaubst, das könnte gefährlich werden? Nein. Ja, das ist Kampf. Jeder Schlag kann entscheiden, aber so jetzt speziell, boah, da muss sie aufpassen, das oder das. Wir werden sehen, wer hat die besseren Reflexe, wer hat die Schlaghärte, wer hat mehr Kraft, wer hat am Ende mehr Kondition. Das wird sich alles im Käfig rausstellen, jetzt vorher eine Prognose zu geben. Wäre ein bisschen falsch von mir, vor allem meine Vorbereitung hat ja jetzt vor kurzem erst angefangen. 8 Wochen ist auch jetzt nicht eine lange Zeit. Normal hätte man mich jetzt so gefragt, hätte ich gesagt, ich brauche 7 Monate, bis ich topfit bin. Ja, aber wie gesagt, das ist gerne meine Stadt. Gut, Björn, netter Sportler, das mache ich doch. Vielleicht die letzte Frage, auch ein bisschen provokanter verpackt. Isa Topal gewinnt diesen Kampf, weil? Weil ich vielleicht den K.O. schlage, ne? Ja, dann ist, wie gesagt, Isa Topal gewinnt diesen Kampf, weil das ist wirklich eine Prognose. Da habe ich heute meine Kristallkugel nicht mit. Wie gesagt, ich werde 100% geben. Was ich geben kann. Ja, 8 Wochen sind nicht wirklich Zeit. Ich bin nicht top vorbereitet, top fit bin ich auch nicht. Ja, oldschool, früher habe ich bis 70 Kilo gekämpft. Meinen letzten Kampf, dafür musste ich mich hochfuttern auf 78. Jetzt habe ich 100 Kilo, ein bisschen Gelenkprobleme. Ja, 8 Wochen, ich werde mich fit machen bis dahin. Ja, und zum Glück ist ja Björn auch nicht der Fitteste. Deswegen sehe ich die Chancen 50-50 mit Heimvorteil für mich. Dass ich da mehr Adrenalin habe und dann die besseren Schläge. Wir sind gespannt, wünschen dir dazu ganz viel Erfolg. GMC4 auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, vielen Dank. Ne? Ach ja, und nochmals danke an, habe ich gerade auch schon erwähnt, an Anime MMA, das mich so unterstützt, an mein Team, das mich so unterstützt. Werden auch einige mich weiter noch unterstützen, vor allem was Bodenkampf angeht. Die Namen werde ich jetzt hier nicht nennen, aber diese Leute werdet ihr am Kampftag sehen. Sind klasse Leute und auch alles Black Belt, BJJ. Auch wenn ich hin und wieder insidermäßig über BJJ, Grappling, Ring schlecht rede, es ist gar nicht mal so schlecht. Nur wie gesagt, das Schlagen fehlt. Vielen Dank. Vielen Dank auch.